Hoi, hoi, hoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Enshrouded. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung, weil ich gerade aus Versehen auf 1 gekommen bin. Und was ist auf 1? Genau das. Hass, Hass. Okay, wir gehen weiter. Wir sind immer noch in der Krypta der Bäuerin. Versuchen, noch zwei Schalter zu finden. Okay, ganz verstehe ich den Enterhaken jetzt aber nicht. Hä? Von hier aus kommt man ja nirgendwo hin, außer... Da ist eine Kiste. Da kommt man hin. Hui! Aber das war's dann auch. Cool. Dann gehen wir dann doch wieder da hoch. So. Aber immerhin, die hier sind ausgeschaltet. Irgendwie kann es sein, dass wir hier sehr schnell sehr viel Ausdauer verlieren. So, den Schalter haben wir aktiviert. Nur wie geht es jetzt weiter? Rein theoretisch könnte es da weitergehen. Aber irgendwie keine Ahnung. Und da kommen wir. Wir müssen noch irgendwie auf die andere Seite, glaube ich. Und dann ist unten noch einer. Hundertprozentig. Da, ich sehe ihn. Können wir den mit dem Bogen treffen? Noch ein bisschen? Wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben die Holzpfeile jetzt genutzt, oder? Wir treffen aber... Treffen nicht das, was wir treffen müssen. Ich vermute... Als wenn... Boah, so viel Fallschaden! Oh, Junge! Vielleicht hier links? Nope. Denn hier waren wir schon. Ui. Okay. Mysteriös. Okay. Hier, das ist halt... Ne? Da war das. Da. In der Ecke. Wir haben nicht mehr die Ausdauer, die wir bräuchten. Und die ich gerne hätte. Ja, gesagt. Oh. Ja, wie gesagt, da hoch müssen wir irgendwie... Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Es ist jetzt auch dunkel. Aber ich will mich nicht zurück teleportieren. Ich sollte aufhören zu rennen. Mach es dann trotzdem, genau. Hier unten muss auf jeden Fall noch irgendwo einer sein, den ich bisher nicht sehe. Irgendwo muss hier einer sein. Ja, da waren wir gerade, aber ich find's merkwürdig. Das war wieder knapp.
Hui. Weil der ist hier ja auch mittendrin, ne? Und dann geht's hier noch weiter. Und dann sind wir plötzlich hier. Ich glaube einfach, der war ein bisschen... Der ist offensichtlich. Die anderen sind halt irgendwie... Ja, okay. Ne? Da drüben müssen wir irgendwie hin. Die Frage ist wie. Und den dritten müssen wir auch noch finden. Da ist ein Enterhaken-Ding. Wow. Wow, wieso sehe ich das jetzt erst? Hallo. Okay. Alles gerne genommen. Warum kriegen wir eigentlich so viel Wachs in diesen Gebäuden hier? So, hat sich das... Muss ja. Muss ja. So. Hier ist aber viel. Hier ist sehr viel. Und hier ist auch sehr viel Wasser. Das ist sehr gut. Nur diesmal werden wir nicht den Fehler begehen, Wasser zu trinken. Ha! Widerlich. Ekelhaft. Nee, nee. Daraus machen wir Heiltränke. Damit das wenigstens einen richtigen Nutzen hat. So. Okay, jetzt bin ich da interessiert, was das sein könnte. Wir haben so viel Knochenmehl. Rein theoretisch kann ich das hier rausnehmen. Trank der Brut. Was ist denn... Das Miasma gewährt nicht nur den Mitgliedern der Brut, sondern auch all jenen, die aus diesem Fläschchen trinken, Macht. Also Ausdauerpunkte. Ich hatte kurze Zeit Hoffnung, dass es das ist, womit wir mit den, ne? Der rote, das rote Miasma dingsen können, ne? Okay, ich glaube, komm. Harz finden wir hier sowieso. Salz, nein! Ich brauche kein Salz. I'm sorry. So, zwei. Ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Die Seite ist ja auch noch voll. Wirklich sehr viel Wasser. Die Metallplatten, die nehme ich gerne. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Ups. Eigentlich wollte ich... Aber die Spitzhacke, die hält jetzt auch nicht mehr so viel aus. Wofür? Wofür bin ich hier rübergesprungen? Jetzt komm. Zeig mir irgendwas Cooles. Was Cooles. Besserer Mana-Trank, okay. Ich weiß nicht mal, ob das cool ist. So. Dann wollen wir mal. Haben wir zufällig wieder Ausdauer dazu bekommen? Und du solltest Sport machen, wenn dir das Klettern so viel Ausdauer nimmt. So, jetzt sind wir ganz oben. Schaut euch das an. Shay. Nichts. Außer nichts. Warte. Es ist, glaube ich, nur Stein, oder? Es ist, glaube ich, nur Stein. Ja, es ist Stein. Und bevor ich jetzt irgendwas wegschmeiße oder lösche. Okay. Haha, ich bin zu gut dafür.
Okay, ist kaputt gegangen. Okay, Scheiße. Da ist es. Da ist noch mal eine Kiste. Meisterhafter Streitkolben. 30 Schaden, aber das ist halt auch eine sehr langsame und... Aber warum kann ich das nicht zerlegen? Da bin ich mal interessiert dran. Ah nee, warte mal. Aber wir haben hier nochmal. Okay. Das soll übrigens die ganze Zeit so Kiesel, der runterfällt sein, ne? Weil das hier ja ein altes Gebäude ist. Okay, ich dachte, hier oben wäre nochmal was. Aber anscheinend nicht. Let's go! Popcorn! Plus zwei mehr. Emily, was? Nach Hause teleportieren. Buschsetzling. Oh, guckt euch das an. Was wir jetzt alles nachher machen können. Boah! Ja, jetzt habt ihr alle auch nochmal Aufgaben für mich. Toll. Wirklich wunderbar. Ach ja. Nee, auf die lange Reise. Nein, Spaß. Nein, ich wollte... Oh Gott sei Dank. Kochen. Kochen. Und dann müssen wir eventuell mal auch ein bisschen Planung machen. Wir sollten jetzt schon mal... Heyo! Okay. Da. Bam. Das war's, glaube ich, ne? Ich glaube, das war's. Ne, das hier. Und hier können wir übrigens das hier reinpacken. Okay. So. Okay. Okay. Boah, wir haben hier sehr viel Metallschrott. Sehr viel Metallschrott. Okay, 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 okay. Knochen kommen hier auch noch rein. So. Du hast es hier sehr dunkel, fällt mir gerade mal so auf, ne? So, schon wesentlich besser, oder? Ups. Wesentlich besser, natürliches Licht. Okay. Aber eigentlich ist das hier falsch. Eigentlich gehört es hier rein. So. Hey, so viele Zauberstäbe.
Eigentlich könnte der hier zum Beispiel auch weg. 17. Und nicht vergessen, wir brauchen, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Wurzelstab, Zauberstab, irgendwie, keine Ahnung. 30 Schaden. 21. Aber die ist ungewöhnlich. Und die ist nur gewöhnlich. Gewöhnlich. Was besser? Selten oder episch? ich bin ganz schlecht in sowas. Mann, ey. Aber hier, warte, stopp. Wieso können wir den nicht zerlegen? Weil der ausgewählt ist. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ups, sorry. Ey, bitte sagt nichts, danke. Nein, das war falsch. Hier rein. Komm, packe ich hier rein. Waldlangbogen, ne, zerlege ich. Die kommen hier rein. Und ich packe die einfach mal hier rein, genauso wie das. So. Dann kommt hier das rein. Und das. Shay. Das kommt hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier ist. Ach, guck mal. Okay. Nö. Wir brauchen ein kleines Häuschen für die Bäuerin. Warte mal, du hast einen Auftrag, du hast einen Auftrag, aber du nicht? Nö. Ha. Ha, ha, ha. Merkwürdig. So, eben. Bäuerin. Macht ja auch keinen Sinn, die hier reinzupacken, ne? Ach, schnüt! Ich brauch sowieso ein neues Gebäude. Ich wollte doch eigentlich sowieso... Ne, und jetzt die Bäuerin könnte ein super Grundsatz dafür sein. Distelsam. Was ist denn Distelsam? Lass mich mal hier eine Schnellreise machen. Und dann auch direkt nochmal da weiter gucken. Hallo. Super. Super. Ach. Das war nicht der Plan. Boah, wisst ihr noch, als ich ganz am Anfang da runtergefallen bin, ins rote Miasma und tot? Die Frage ist, wo kann man sonst noch einen wunderschönen... Wo es dann halt auch Sinn macht, ne? Warte mal. Hier ist ja das, ne? Wir können ja auch mal weiter da in diese Richtung gehen. Da hinten seht ihr ja schon, ist nämlich so ein Ding. Ding. Versteckter Grabeingang, den haben wir schon. Kommen wir da überhaupt hin, ist die Frage. Probieren wir aus. Am besten müssten wir eigentlich dahin und dann dahin, ne? Das heißt, eigentlich müssten wir da oben auf die auf die Weide nochmal rauf. Und jetzt müssen wir da hin. Eigentlich da oben irgendwie
Wunderschön übrigens, will ich nur mal so gesagt haben hier, ne? So. Dieses rote Miasma ist aber auch nervig. Oh, was haben wir denn hier? Tomaten. Das könnte gut für die Bäuerin sein. Hallo. Is it me you looking for? So, eben auch nochmal diese Vorbereitung getroffen. Nope. Nope, 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 nope. Ich hätte euch mit einem Schwert angegriffen, scheiß Bienen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ein wunderschönes Heim haben sie hier. Dürfte ich mir das mal anschauen? Hallo? Ich habe gehört, hier wohnt eine Gutrunde. Wegen Gutrunde. I'm sorry. Ich weiß, ja. Keiner wird den Witz verstanden haben. Es ist aber okay. Es ist okay für mich. Geben wir mal hier dem Heim eine Chance. Level 4. Lame. Gefahren in der Nähe. Oh, die Bienen. Okay. Ihr seid einfach durch die Wand gekommen. Das ist voll unfair. Können die Bienen sich mal verkrümeln? Böse Bienen. Böse Bienen. Richtig böse Bienen. Das klingt so, als wäre hier noch irgendwo ein Keller. Als wenn ich das obere Fass da nicht kaputt machen kann. Ich wollte gerade sagen, ich lasse mich doch hier nicht veralbern. Shay. Ah, Spinne! Ekelhaft. Spinne! Ekelhaft. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was mit den Anwohnern hier passiert ist. Bin vergiftet worden. Hier muss es doch auch irgendwo hochgehen. Hier ist doch eine zweite Etage, oder nicht? Hä? Wow. Als wenn. Muss man das eventuell selber machen? Ah, dafür bräuchte man einen Flammenaltar hier. Das ist aber hundertprozentig eine. Und da oben ist ein Loch. Irgendwie kommt man da bestimmt hin. Wahrscheinlich, wenn man von dort oben runterspringt. Naja, lasst uns weiter erkunden. Ja. Was haben wir denn hier? Warte mal, ist das nicht die Krypta der... Ja, Jägerin. Ich wollte doch sagen, die kommt mir so bekannt vor.
Legt euch nicht mit Jay an, möchte ich dazu mal kurz gesagt haben. Ey, deine Freunde sind kaputt. Dude. 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 Nicht heulen. Attacke heißt das. Ich wollte gerade sagen, hier gab es doch eine quasi so einen Weg drüber. Den würde ich nämlich jetzt gerne mal gehen. Was war das hier nochmal? Das war die Krypta der... Was war das? Schrein der Flamme. War ich da schon? Ich weiß es nicht. Die werden ja relativ früh auf der Karte angezeigt. Oh. Das gehört trotzdem noch dazu. Okay. Miasma. Nun gut. Wir haben hier im Osten schon sehr viel. Ich würde jetzt nämlich gern nördlich weiter erkunden. Deswegen gehe ich dann doch lieber in diese Richtung hier. Sieht ja auch so aus, als wären da keine Gegner, ne? Jo. Dann wollen wir mal. Ah! Ich dachte, es würde noch weitergehen können. Aber leider nein. Da ist wieder ein Wolf. Natürlich sieht er uns. So. Hallo, bewegen. Und was haben wir hier? Wieso macht die? So komm. Steine, wow, danke dafür. Ihr seid so nett, so cool. Die Würfel lassen uns jetzt in Ruhe, seltsamerweise. Irgendwie. Ich überlege gerade nur, ob man hier. Weil hier ist so schön flach. So sind hier auch die Häschen sicherer, ne? Wo geht's hin? Ups, Entschuldigung. Ja, es geht aber auf jeden Fall vorbei. Wo geht's hier hoch? Und guckt mal an. Was wir hier gefunden haben. Ich weiß immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Es ist ja nichts, weil es ist, ne? Ach, nervig. Beeren sammeln. Ach, kommt schon, Leute. So. Selber schuld. Ihr hättet mich einfach vorbeilaufen lassen können. Ich hätte euch in Ruhe gelassen, aber nein. Euer Gebiet, euer Territorium. Ja, bla 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 bla. Seht ihr ja, was daraus passiert ist, ne? Euer Gebiet, euer Territorium. Gar nichts ist da passiert. So. Oh, hier. Na, zu wenig Platz. Zu wenig Platz. Aber trotzdem hier nicht so schlecht. Da haben wir Feuerstein. Das ist das Haus wieder. Was? Wer?
Ach, da. Wo kam der denn jetzt her? Also W-Taste funktioniert. Entweder funktioniert die nicht von meiner Tastatur. Was ziemlich blöd wäre, weil die Tastatur ist... Okay, sie ist ein Jahr alt, glaube ich. Aber trotzdem. Wäre nicht so cool. Was haben wir denn hier? Hm. Sollen wir Grabschändung treiben? Oder sollen wir das Grab einfach in Ruhe lassen? Entschuldigung, ich muss mich mal eben jucken. Ich möchte hier hoch. Schau an. Jetzt noch da hoch. Oh, da ist ein, Lagergedönse, irgendwas, Ich möchte hier hoch. Na? Na komm. Na komm. So. Wieso wird die Musik jetzt wieder so? Guckt euch an. Guckt euch das an. Bergsteiger Jay ist am Still. Was war das denn jetzt? Ich muss da irgendwie hin. Nein! Nein! Okay. So viel dazu. Jetzt bin ich im Nirgendwo gelandet. Komm, also so weiter runterfallen musst du jetzt nicht, ne? So. Vielleicht sollte ich einfach dahin erstmal. Let's go! Hallöchen! Keine Sorge, ich tu dir nichts. Ich möchte nur hier hoch. Boah, wenn man den hier abreißt, ne? Dann könnte das hier eine bombastische Aussicht werden. Okay, ich sollte eventuell erstmal den Wolf bekämpfen. Was soll das denn jetzt? Obwohl ich pariert habe, weil der war, ne, hat nicht mehr reagieren können, habe ich Schaden bekommen und nicht gerade wenig. Krass. Das ist krass. Ey, das sieht hier so cool aus. Soll ich hier meine zweite Basis errichten? Ich glaube, ich werde hier meine zweite Basis errichten. I'm serious. Ich habe doch hier einen Wolf gehört. Wo ist der? Hä? Ach, da! Ja, moin! Ach, komm. Kommt der her? Oh, ihr seid stuck. Ich erlöse euch. Ich habe euch erlöst. Nur deswegen habe ich es getan.
Außerdem wäre mir die ganze Zeit das Geheule so sehr auf die Nerven gegangen. Junge, Junge, Junge. Okay. Wollen wir diese Aussicht haben? Wir können auch noch weiter hier hingehen. Oh, Junge. Map-technisch sind wir schon zentral, glaube ich. Da sind wir sogar so weit. Ich weiß halt nicht, wie die Map. Ich habe wie weit die Map ist. Man sieht ja hier, rein theoretisch soll es bis hierhin gehen, aber das hier ist ja alles gesperrt. Also da kommen wir ja nicht hin. Hier. Deswegen, ich weiß nicht, wie. Okay, es geht noch sehr weit nördlich. Aber dann können wir, weil ich glaube, der ist nämlich trotzdem weit genug weg. Der ist hier irgendwo. Gehe ich mal von aus. Und oh, da ist noch ein Dorf. Wie gesagt, ich habe von einem Dorf gehört, welches Comfort Level 30 hat. Aber ich würde trotzdem hier dann bauen wollen. Nur rein theoretisch. Es wäre ja total doof, wenn hier irgendwas wäre. Nö. Nie am Fuße eines Berges machen, weil ne? Wir wollen the High Ground haben. Wow, 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 wow. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Der ist auch weit genug weg. Wir bleiben hier. Boom. Machen wir. Und dann bauen wir uns auch sowas dahin, dass wir da einen Turm hinbauen können. Und wo wir dann eine wunderbare Plattform haben, von der wir dann gefühlt überall hinkommen. Wir können da in die, was auch immer da für ein Gebiet ist. Das ist kein Wüstengebiet, aber you know what I mean. Da sind auch noch mal welche. Warte mal. Das sieht so aus, als wäre es da auch eine Krypta, aber es, ne? You know? You know. Entschuldigung. Es macht keinen Sinn. Lass die mal hier hinbauen. Wir können die ja erweitern. Jetzt haben wir hier einen Punkt, wo wir die ganze Zeit schnell reisen können. Und hier haben wir einen Punkt. Das ist doch super. Wir haben endlich einen zweiten Spot. Den müssen wir jetzt natürlich auch noch schön bauen, obwohl wir hier noch nicht mal schön gebaut haben. Mhm. Ich bin gerade am Überlegen. Was müsste ich alles? Warte mal. Was brauche ich, um den Altar aufzuwerten? Das muss ich mal eben herausfinden. Dass wir einfach direkt schon sagen können, yo, ey, hier, ne, größere Erweiterung. Miasma-Seele 1. Okay, wir brauchen eine Miasma-Seele, wo auch immer wir die herbekommen. Ich guck mal. Ich glaube, der Alchemist müsste sowas herstellen können. Hey. The birds sing sweet. A good day. Ja, Miasma-Seele. Bam, bam. Direkt einfach mal zwei herstellen, warum auch nicht.
Vielleicht ist es auch komplett dämlich, das da zu bauen, bin ich ganz ehrlich. Weil wenig Platz, ne? Sehr wenig Platz. Vielleicht machen wir hieraus doch nur einen Außenposten. Aber ich fände den halt sehr gut. Und wenn wir hier nur so einen Außenposten machen würden, dann würden wir halt hier die Erbauer nicht hinpacken. Also, ne? Schmied, Alchemist und so weiter. Die Flamme. So, wir haben das hier jetzt auch noch erweitert. Und jetzt geht es natürlich daran, Sachen zu bauen und so weiter. Ich bin gerade nur am Überlegen, ob ich hier jetzt die Bäuerin hier hinpacken soll. Oder Nee, ich würde sagen, wir packen sehr viel ein. Steine, Holz. Wir müssen auch noch eine Werkbank bauen und so weiter. Wir haben ja jetzt, ehrlich gesagt, rein theoretisch können wir Metallblöcke machen. Ja, können wir, rein theoretisch. Misselbewachsener Block, können wir auch. Feuerstein. Wir haben so viel Holz, come on. Geteerter Holzblock sieht auch nicht schlecht aus, ne? Und das Miasma-Holz? Wir gehen eben schlafen. Ja, ich weiß, dass du was möchtest, aber ich habe momentan andere Sachen zu tun. Wir haben andere Sachen zu tun. Und an dieser Stelle können wir direkt einfach mal sagen so, ey, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, weil jetzt ist meiner Meinung nach ein guter Spot, um das eben zu sagen. Ja, ich glaube, in den nächsten Episoden werden wir dann versuchen, unsere neue Stelle, guck mal, der ist hier auch wesentlich näher dran, ne? Also unseren nächsten Spot hier ein bisschen auszubauen und zu verschönern und so weiter. Und da dann Sachen hinzubauen, die gut sind. Ich weiß nicht mal, ob der Spot wirklich gut ist, weil, ne, es scheint auch so zu sein, als wäre da sehr, 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 sehr viel sehr weit weg. Miasma und so weiter. Vielleicht, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Ändere ich meine Meinung auch wieder. Das werden wir dann in der nächsten Episode sehen. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V und tschüss mit dir.